Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Bratkartoffeln mit Spinat zubereiten könnt. Ihr benötigt Bratkartoffeln, frischen Spinat, Zwiebeln und Butterfett. Zunächst kochen Sie die Kartoffeln für circa eine halbe Stunde weich. Zweiter Schritt. Nach dem Weichkochen schälen Sie die Kartoffeln und schneiden diese klein. Schritt 3. Waschen Sie den Spinat, am besten unter fließendem Wasser, und lassen diesen gut abtropfen. Schritt 4. Schneiden Sie die Zwiebeln klein. Schritt 5. Geben Sie die Butter in eine Gemüsepfanne. Warten Sie, bis die Butter sich verflüssigt hat. Schritt 6. Geben Sie die Zwiebeln in die Gemüsepfanne. Dünsten Sie die Zwiebeln gut an. Anschließend geben Sie den Spinat zu den Zwiebeln. Verteilen Sie diesen gut. Schritt 7. Schließen Sie die Gemüsepfanne kurz mit einem Deckel. Für unsere Bratkartoffeln benötigen wir etwas Butterfett. Das befindet sich nun schon in der Pfanne. Und jetzt geben wir die Bratkartoffeln dazu. Schritt 8. Um den Spinat zu verfeinern, geben wir ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Verteilen Sie diese gleichmäßig. Anschließend würzen wir den Salat, zum Beispiel mit Salz und Pfeffer. Zusätzlich geben wir etwas Schmand dazu. Mit etwas Biosahne schmeckt es gleich noch besser. Um dem Spinat noch eine besondere Note zu verleihen, raspeln Sie etwas Parmesan darüber. In der Zwischenzeit können Sie schon einmal den Esstisch vorbereiten. So, hier sehen Sie den fertigen Teller. Ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim selber Nachkochen.